Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin auf meinem Schiff und Max Arthur auf einem anderen Schiff. Und ich reise jetzt, ich soll nach Typhon zurückkehren, um alles weiter zu besprechen. Allerdings wollen wir Qui-Gon ja nicht außer Acht lassen und werden deswegen nach Tatooine zurückkehren, um Schatten des Sandes zu absolvieren. Zuvor können wir aber noch mit Qui-Gon reden. Ne, nicht mit Qui-Gon, aber mit Taran. Taran Tetris. Erfolg! Die mysteriöse Kapsel hat endlich ihre Geheimnisse offenbart. Die Chemikalie in ein Gas umzuwandeln hat die Lösung gebracht. Wir konnten die Kapsel füllen. Und all diese Worte begannen im Inneren zu leuchten. Wir haben die wahre Botschaft gefunden. Ist das nicht großartig? Hoffentlich haben wir jetzt endlich eine Antwort. Die Nachricht ist vom Luminatus Club, einem Zusammenschluss der klügsten Wissenschaftler der Galaxis. Sie haben mich eingeladen, ihnen beizutreten. Der Luminatus Club nimmt nur die Besten auf, die Pioniere ihres Gebiets. All die Jahre im Verborgenen und endlich wurde mein Genie erkannt. Das sind wirklich sehr gute Nachrichten. Das heißt, ich kann am jährlichen Symposium des Clubs teilnehmen. Meine Werke gegen die der anderen Wissenschaftler. Der Gewinner des Symposiums wird zum Liebling des Luminatus Clubs auserkoren. Es wäre wohl auch angebracht, denjenigen als den größten Wissenschaftler der Galaxis zu betrachten. Ihr werdet etwas wahrlich Besonderes brauchen, um Chancen auf den Sieg zu haben. Naja, universelle Bewunderung und der große Preis des Symposiums sind durchaus erstrebenswert, findet ihr nicht auch? Entschuldigt, Jedi. Ich muss die Einladung des Clubs annehmen und dann über den besten Symposiumsbeitrag nachdenken, den die Galaxis je gesehen hat. Ja, dann muss er das mit machen, ne? Verlässt er uns wahrscheinlich. Gut, können wir nichts gegen machen. Wir reisen nach Tatooine. Was ist denn da los? Ja, Qui-Gon ist ein bisschen Depri, deswegen machen wir seine Schatten des Sandes Mission. Mit seinen verlorenen Punkten und so, deswegen. Wenn er dann. Schieb keine Depris. Quaisen Fetz. Such nach den Gebeinen von Qui-Gons Vater. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute.
Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Tatooine haben wir auch noch gar nicht erkundet. Ja, es dauert auch ein bisschen länger, als kann man in andere. Ja gut, ich brauche nur noch ein kleines Fleckchen, theoretisch gesehen. Nein, du brauchst nur die ganze, Nein, ich brauche nur ein kleines Fleckchen. Also in Dünenberg? Nö, vom Jundland. Also, ich dachte, du brauchst auch noch das Dünenmeer. Ja, das habe ich. Apropos Dünenmeer, es geht ins Dünenmeer. Ich wusste es. Die Beine seines Vaters. Alles klar. Hast du gesagt? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So. Das ist echt eine gemeine Falle. Ein guter Prank. Und hier sehen wir die Gebeine seines Vaters. Also die hier, ne? Nicht die kleine hier, sondern die hier. Erkennt er sofort, dass das seine Vaters Gebeine sind. Hat es irgendeinen Unterschied gemacht? Mm-hmm.
bis er an den Mohan das Chupacabras Gurksasek oder Felsprojekt. Wen habe ich eigentlich vor mir? Ram Oras Gajaba Gurkunska oder Kretzi Quajo Raunari Gurkunska Janor Folia bis er an den Mohan Oran Rokir Gurkunskas Quajo Lambasas Quajo Bodrak Wenn dieser Düsterschatten so furchterregend ist, solltet ihr hier draußen nicht allein sein. Selbst wenn diese Ladungen explodieren, könnt ihr nicht wissen, welche Nachbeben sie auslösen. Töte den Düsterschatten. Ah, easy going. Alles klar. Weiter. Ab zum Raumhafen. Okay. Und dann geht's nach Typhon. Heil nach Typhon. Du auch? Ja. Aha. Ich würde da vor zwei Missionen machen, nach der Sorgdorf. Hast du das direkt gleich dahin? Ich fahre jetzt, also ich fliege jetzt mit dem Raumschiff dahin. Ich auch. Sprich mit dem Hohen Rat. Der Hohe Rat will was mehr. Haben wir noch zwei Folgen heute? Also mich hört ihr dich nicht. Da war ja was. Ich vergaß, es tut mir leid. Denkstich.
das wäre, sondern wie heißt sie hier? Oh, wie heißt diese? Das hier schauen, wenn es geklappt kriegen könnte, ey. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ist auf jeden Fall cool. Wir sind beim Ding, oder was? Im Tempel? Nö. Ich auch noch nicht. Oh Gott. Mopsgeschwindigkeit. Mopsi. Ich bin gerade AFK. AFK vor allem. Mit K. Sprich mit dem Monat. Bin weg. Danke. Ich bin nicht mehr auf der Suche. Oh mein Gott. Wie voller als beim letzten Mal hat. Irgendwie so das Gefühl. Irgendwie das Gefühl. Bevor wir jetzt mit dem hohen Rad der Jeden sprechen, schaue ich das mal hier einmal kurz. Da kann ich auch die Hände schon wir gleich die Hände schon mitnehmen. Ein Jedi sollte immer an sich arbeiten. Nee, von Helmeson. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, die kommen auf EP. Möge die Macht mit euch sein. Hallo, EP ist cool. Lass mich. Ja, dann mach das doch. Nee, dann bist du ja wieder weg. Das ist jetzt nicht mein Ernst, was ich mache. Die Fähigkeit ist nice. Was war? Ja, gut. Wir mit dem Rad reden. Ihr habt mich gerufen, Meister Sio.
Willkommen daheim. Ich wünschte, ich könnte euch mit besseren Neuigkeiten begrüßen. Wir haben zwar alle uns zur Verfügung stehenden Wege beschritten, sind laut Vivica aber keinen Schritt näher. Doch, ich denke, das sind wir. Eine Gemeinsamkeit verbindet alle Opfer der Seuche. Sie alle ließen Pakanas Tag auf Malachor 3 zurück. Vivicas Einfluss zwang die kranken Meister dazu, ihr Versagen auf Malachor erneut durchzumachen. Das ist Rache, persönliche Rache. Nur ein Mann kann so viel Wut und Schmerz haben. Der Mann, der zurückgelassen wurde. Ich glaube, Lord Vivica ist Pakanas Tag. Jedi, Pakanas ist tot. Absolut nicht, Jarek. Johann, ich habe diese Padawane angewiesen, euch im Auge zu behalten. Ihr müsst ruhen. Nein, meine Schülerin, meine Jedi-Schwester verdient es, die Wahrheit über Malachor zu hören. Ihr seid krank, Meisterin Johann. Sprecht nicht mehr, als ihr müsst. Auf Malachor 3 ist nicht nur die dunkle Seite stark. Der Planet ist auch die Ruhestätte des Sith-Lords Terak Morhag. Unsere Arbeit auf Malachor hat Morhages Geist geweckt. Einer nach dem anderen verfielen wir seinen Kräften. Die Dinge, die wir taten, suchen mich immer noch heim. Irgendwie konntet ihr euch aus Morhags Griff befreien. Ja, gemeinsam schafften wir es, seine Kontrolle zu brechen. Doch zu einem furchtbaren Preis. Pakanas war am jüngsten und schwächsten. Wir mussten ihn in Malachors Dunkelheit zurücklassen. Sein Opfer ermöglichte uns anderen die Flucht. Offensichtlich hat er überlebt und Morhages dunklen Weg eingeschlagen. Das habt ihr nicht vorhersehen können. Ich muss es wieder gut machen. Ich habe einen Plan, der dir helfen wird, Vivica zu finden. Wenn die Seuche eine Verbindung zwischen meinem und seinem Geist geschaffen hat, sollte dein Schutzritual es mir ermöglichen, diese Verbindung zu nutzen, um ihn zu finden. Nein. Ihr seid bereits geschwächt von der Seuche, Juon. Das könnte euch umbringen. Vivica wird keine Chance bekommen. Ich werde zwischen ihm und meiner Meisterin stehen. Es ist unsere beste Chance, Vivica zu finden. Nun gut, Juon. Aber wir werden das Ritual überwachen. Und euer ehemaliger Padawan muss an eurer Seite bleiben. Danke, Sio. Ich werde in die Meditationskammer gehen und mich vorbereiten. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Interessant. Ich sprich mit Meister Juan. Okay, Rituale durchführen, um Lord Vivica ausfindig zu machen. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Bei Juba Damaxa. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe alle Vorbereitungen für das Ritual getroffen, um Lord Vivica zu finden. Ich plane, mit deinem Schutzritual eine Verbindung zwischen uns herzustellen. Wenn es Pakanas ist, war, sollte es funktionieren. Dank deiner Stärke werde ich die Verbindung zwischen mir und Vivica umkehren und so seinen Aufenthaltsort bestimmen. Mir gefällt es nicht, als Krücke benutzt zu werden. Es gibt Risiken. Zum einen wird der Schutz, den du mir auf Coruscant gegeben hast, aufgehoben. Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Es ist möglich, dass ich sterbe, sobald ich nicht mehr durch dich geschützt bin. Ihr müsst widerstehen, Meisterin Juan. Gebt Vivica nicht noch einen weiteren Sieg. Wenn ich durch deine Stärke unterstützt werde,
werden wir tun, was wir können. Was auch passiert, du musst mir so viel Zeit wie möglich geben. Die Verbindung umzukehren könnte ein langwieriger Prozess sein. Fangen wir an. Ja. Ja, es funktioniert. Ich kann seinen Verstand spüren und... Oh, ich spüre... Ich... Sie kann die Macht spüren, die sie herausfordert. Es gibt keine Hoffnung. Jedi, ihr wirkt nicht mehr so stark wie bei unserem letzten Treffen. Yuum hat eure Stärke aufgesaugt und sich selbst verwundbar für mich gemacht. Immer noch arrogant und unbesonnen. Ihr wart einst Pakanas Tag, ein tapferer Jedi. Ihr solltet wieder dieser Mann werden. Die Vergangenheit bedeutet mir nichts. Es zählt nur die Zukunft, in der ihr keinen Platz habt. Seht, wie Yuon vor mir zerbricht. Wie passend, dass zwei meiner Feinde sich gegenseitig vernichten werden. Oh, jetzt wollte ich gegen Yuon kämpfen. Ja, Yuon hat direkt ein rotes Lichtschwert, ist klar. Läuft ja. Und im Kopf hat es im Los. Es hat funktioniert. Hör zu. Lord Vivica, er ist draußen im Weltraum. In einer Art Schiff. Hier, notiere die Koordinaten. Er hat sich mit Verteidigungsmechanismen umgeben. Sendet dies hier. Es ist sein Code. Er verschafft euch Zeit, an Bord zu gehen. Nein, die Dunkelheit... Vivicas Wille ist zu stark. Ich kann nicht durchhalten. Bitte töte mich. Beende es jetzt. Ich werde euch nicht der Dunkelheit überlassen. Oh ja. Die Dunkelheit, sie ist weg. Aber du, du siehst erschöpft aus. Du hast so viel für mich geopfert. Vivica sollte euch hoffentlich nicht mehr beeinflussen können. Dein Schutzritual hat ihn aus meinem Geist vertrieben. Ich danke dir. Ich muss mich ausruhen. Bitte such Meister Sio und den Rat auf. Sie sollten hören, was wir erfahren haben. So, jetzt noch mal einmal mit dem Hohen Rat sprechen und die Folge schon 19 Minuten. Dann war es auch für heute. Autohaus. Ja, gleich. Erst der Hohe Rat. Okay. Das Ritual war ein Erfolg. Lord Vivica ist im unbekannten Raum. Aber er weiß, dass ich komme. Jetzt kann nur noch euer Schutzritual ihn aufhalten. Ihr habt große Tapferkeit bewiesen und eure Meisterin trotz der Lage gerettet. Aber Lord Vivica wird seine Vorbereitungen getroffen haben. Und er besitzt immer noch seine stärkste Waffe. Die Seuche. Nun, da ich weiß, wer er wirklich ist, könnte ich Vivica zurück ins Licht führen. Ein nobler Gedanke. Aber nehmt keine unnötigen Risiken auf euch. Euer Schutzritual ist unsere einzige Hoffnung.
Begebt euch schnell zu diesen Koordinaten, bevor Vivica zurückschlägt. Und Jedi, möge die Macht mit euch sein. Mit euch auch. Abgeschlossen. Reise zu Lord Vivica Schiff. Vivica wartet. Ja, und bevor wir das machen. Jo. Ja. Ne? Sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.